Hallo Germeringer, ich begrüße euch zum Interviewprojekt 101 Germeringer. Heute treffen wir den Pastor Thomas Scheidacker. Ich nehme mir manchmal die Zeit, um Ihnen zu erzählen, weshalb ich Pastor bin und wie das gekommen bin. Und das möchte ich auch einfach mal kurz jetzt machen. Es ist so, dass es damit angefangen hat. Ich bin in einer großen Familie mit 6 Geschwistern geboren und aufgewachsen. Und meine beiden Eltern sind überzeugte Christen. Die haben das nicht nur geglaubt, sondern auch gelebt. Als ich 12 Jahre war, habe ich mir dann selbst die Frage gestellt, wie kommt es, dass meine Eltern und auch meine älteren Geschwister gar nicht zu christlichen Veranstaltungen gehen? Ich persönlich fand die als Kind nämlich immer langweilig und konnte mir gar nicht vorstellen, dass man da gerne hingeht. Also habe ich angefangen zu überlegen, an was das vielleicht liegen könnte. Beim Überlegen bin ich darauf gekommen, dass ich eigentlich überhaupt nicht aufgepasst hatte bisher. Ich war zwar äußerlich anwesend, aber innerlich abwesend und mit Gedanken bei ganz anderen Dingen, die mich beschäftigten. Also beschloss ich, mich darauf zu konzentrieren, was ich zu hören bekam und versuchte innerlich zu folgen. Diesen Vorsatz nahm ich mir nicht nur, sondern versuchte ihn allen Ernstes umzusetzen. Ich wiederholte den Satz immer in meinen Gedanken, den ich gerade von einer Predigt aufschnappte, aber spätestens nach 10 Minuten war meine ganze Konzentration dahin und am Ende der Veranstaltung wusste ich wieder nicht, um was es gegangen war. Eines Tages, ich war nach wie vor 12 Jahre, war ich wieder in einer christlichen Veranstaltung und an diesem Tag war alles anders als bisher gewesen. Das erste Mal verstand ich, was zu mir gesagt wurde. Das erste Mal konnte ich folgen. Das erste Mal konnte ich mir auch merken, um was es ging. Ich hatte den Eindruck, als würde Gott mit dieser Veranstaltung mich ganz persönlich meinen. Und mir war auch klar nach diesem Tag, wenn ich Herr Jesus und Gott mit Herr anspreche, er die Herrschaft über mein Leben haben wollen. Bisher lebte ich mein Ding und gleichzeitig wusste ich, Gott wollte mehr. Er wollte mich als Mensch haben. Er wollte, dass ich mit ihm lebe. Aber dies konnte ich mir nicht vorstellen. Als junger Mensch, das ganze Leben hatte ich noch vor mir. Und jetzt sollte ich sagen, dass ein anderer Mensch Herr in meinem Leben sein sollte? Es schlossen sich 2 Wochen des innerlichen Kampfes an. Ich wusste, Gott wollte mich als Mensch haben. Und gleichzeitig dachte ich mir, nein. Ich kann mich noch erinnern an diese beiden Wochen, dass ich innerlich zerrissen war. Ich kämpfte mit mir selbst. Ich wusste, dass Gott etwas von mir wollte, aber ich wollte ihn fernbleiben. Ich weinte oft, weil ich genau wusste, Gott hat mich gemeint. Und am Ende dieser 2 Wochen fasste ich den Mut und sagte, ich möchte Gott im Gebet mitteilen, dass ich mich auf ein Leben mit ihm einlasse. Ich wollte ihm dienen und mit ihm leben und an ihn glauben. Gleich nach diesem Augenblick spürte ich einen tiefen Frieden in mir, den ich vorher nicht kannte. Ich wusste, ich bin Gottes Kind. Gott hat mich angenommen, so wie ich bin. Und seit diesem Zeitpunkt lebte ich mit ihm. Doch als ich dann älter war, so 16, 17 und in die Pubertät kam, stellte ich alles in Frage. Für mich war ich selbst davon überzeugt, dass der christliche Glaube, so wie ich ihn kennenlernte und wie ich ihn bisher glaubte, nicht stimmen konnte. Ich dachte mir immer wieder, was ist mit all den anderen Menschen, die vielleicht in einem anderen Land aufwuchsen und von Geburt an Mohammedaner anstatt Christen sind. Woher konnte ich wissen, dass ich den Anspruch erheben durfte, an den richtigen Gott zu glauben? Gleichzeitig beschäftigte ich mich viel mit anderen Religionen und mit Philosophie und für mich war klar, nein. Dass ein anderer Mensch für mich starb, dass ich durch den Glauben an Jesus, der für meine Sünden sein Leben gegeben hat, gerecht vor Gott bin, das ist doch hochgradig unlogisch. So kann das doch nicht sein. Mein Glaube war eigentlich kein Glaube mehr. Für mich war die Sache mit Gott gestorben. Ich wusste, der Zeitpunkt, Gott abzusagen, ist da. Und gleichzeitig ärgerte ich mich selbst. Wenn ich Gott absage, wenn ich aufhöre, an ihn zu glauben, dann heißt das ja, ich erkenne doch an, dass es ihn gibt. Ich ärgerte mich über den ganzen christlichen Glauben, weil ich mir dachte, wenn der dich einmal in seinen Maschen hat, kommst du nie mehr davon los, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Oft schrie ich zu Gott, er möge mir helfen und heraushelfen aus diesem Tief, wenn es ihn tatsächlich geben würde. Doch über ein Jahr hatte ich den Eindruck, Gott schweigt, Gott kann es nicht geben. Und nach diesem Jahr änderte sich mein Glaubensleben erneut, ohne dass ich ein ganz gewisses, konkretes Ereignis nennen könnte.
Als ich Zivildienst machte, fragte mich mein Vorgesetzter am Ende der Zeit, ob ich mir vorstellen könnte, eine theologische Ausbildung zu machen. Aber ich hatte den Eindruck, dass es nicht an der Reihe wäre in meinem Leben. Und so studierte ich erst etwas anderes. Nachdem ich fertig war mit meinem Studium, ging ich nach Afrika und arbeitete dort mit der Afrika-Inlandkirche. Um die Weihnachtszeit bekam ich einen Brief von einem Ehepaar, was mir eine Arbeit in Deutschland anbot nach meiner Rückkehr. Ich betete über diese Angelegenheit, hatte aber keinen Frieden darüber. Ich dachte, Gott plant etwas anderes für mich. Und gleichzeitig, nachdem ich ihnen absagte und ihnen mitteilte, dass ich mich nicht darauf einlassen würde, hatte ich einen Frieden über die Angelegenheit und wusste, wenn ich zurück nach Deutschland kommen würde, wird Gott schon irgendwie einen Weg für mich ebnen. Und so kam ich zurück im August nach Deutschland, ohne zu wissen, was als nächstes anstehen würde. Ich ging zu einem Nachgespräch zu der Organisation, mit der ich in Kenia arbeitete, und dachte mir, wenn diese mir empfehlen, eine theologische Ausbildung zu machen, dann möchte ich dies tun. Denn mittlerweile konnte ich mich damit ganz gut anfreunden und dachte mir, dass das vielleicht dran sein könnte in meinem Leben. Nach den 4 Jahren bzw. im 4. Schuljahr stellte sich natürlich ganz aktuell für mich die Frage, wie es nun weitergehen würde. Ursprünglich hatte ich den Plan, wieder zurück nach Afrika zu kehren, doch mittlerweile konnte ich mir auch gut vorstellen, noch in Deutschland zu arbeiten. Im Laufe dieser Zeit, als ich darüber nachdachte, wo es denn weitergehen könnte, bekam ich innerlich eine Liebe für Oberbayern. Da ich jedoch keinen Kontakt zu freien evangelischen Gemeinden in Oberbayern hatte, schrieb ich einfach eine E-Mail an den Kreisvorsteher. Kurze Zeit später meldete sich jemand von der Gemeindeleitung in Germering, setzte sich mit mir in Verbindung, wir tauschten auch Informationen und Bewerbungsunterlagen aus und so dauerte es nicht lange, dass ich eingeladen wurde zu einem Vorstellungsgespräch mit der Gemeindeleitung. Da es ich mir und die Gemeindeleitung vorstellen konnte, kam ich einige Zeit später für ein Wochenende, sodass die Gemeindemitglieder die Möglichkeit hatten, mich kennenzulernen. Und da auch sie ihr Ja dazu hatten, kam es, dass ich im August 2008 nach Germering zog, um dort zu arbeiten. Meine Motivation für meine Arbeit als Pastor ist, Menschen zu zeigen, wie Gott ist und dass es sich lohnt, mit ihm zu leben. Glaube muss praktisch werden. Häufig brauchen Menschen Hilfen, um zu wissen, wie Glaube im Alltag umgesetzt werden kann. Dafür lohnt es sich einzusetzen und deswegen lohnt es sich für mich, jeden Morgen aufzustehen und mich an die Arbeit zu machen.